Hallo, sind wir schon etwa auf Sendung? Also, falls ja, dann begrüße ich euch alle herzlich zum wahrscheinlich letzten Part zur Bonusrunde von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und an meiner Seite natürlich der allseits gut gelaunte Kanalinhaber Thorsten. Hallo. Jo, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ja, Bonuspart, wie Markus es schon angesprochen hat. Heute geht's los. Und wir haben für euch was ganz Besonderes halt uns überlegt. Und zwar, wir zocken den Arcade-Modus. Genau, da wollen wir einfach mal einsteigen und gucken, wie gut wir uns jetzt schlagen können mit einer Erfahrung, die wir halt im Story-Modus gesammelt haben. Ja, aber das machen wir nicht mit den gleichen Charakteren, die wir schon mal gezockt haben, sondern wir haben uns überlegt, hey, wir müssen auch ein bisschen Variation reinbringen und so. Das fällt uns zwar eigentlich erst ein bisschen spät auf, aber ja, das machen wir jetzt halt. Und wir gehen in den Arcade-Modus. Markus, willst du mal ganz kurz erklären, was der Arcade-Modus überhaupt ist? Wenn ich nicht komplett daneben liege, dann ist der Arcade-Modus praktisch wie der Story-Modus, aber halt naja, fortlaufend, was die Leben angeht. Das heißt, ich glaube, wenn wir halt unsere, ich glaube, standmäßig 3 Leben verbraucht haben, dann sind wir halt Game Over und dann endet so gesehen der Modus und wir kriegen wahrscheinlich eine Punkte-Tafel oder sowas angezeigt. Und damit ist der Durchgang dann eigentlich, glaube ich, beendet. Ja, das wird so, wie man halt das damals von den ganzen Arcade-Automaten halt kannte. Da musstest du ja immer wirklich erstmal Münzen reinlegen und dann konntest du halt loslegen. Das Spiel fragt mich gerade, welchen Schwierigkeitsgrad wir nehmen wollen. Oh, was haben wir denn zur Auswahl? Das gleiche wie am Anfang. Locker, okay oder krass? Dann würde ich sagen, wir machen wieder den normalen, den okayen. Okay. Und den krassen Modus, den wollen wir uns dafür nachher nochmal aufheben. Zum Genau. Abschluss. Ja, eigentlich ist das gleiche so wie vorhin. Ich lade jetzt halt Markus ein, dass wir halt zusammen das zocken können. Gruppe erstellen. Freunde. Ich habe einen Freund, Die Leute. guten Freunde. Die guten Freunde. So. Einladen. Und zwar. Oh, du bist ja irgendwo ganz unten. So. Da ploppt sie auch schon auf, die Einladung. Oh, jetzt musst du nur reinkommen. Genau, da steige ich sehr gerne mit ein ins Boot. Die hat ein Boot. Die fette Anna hat ein Boot. Oh, da kommen schon wieder die YouTube-Claims angeflogen. ja, ich sehe sie gerade. Schnell, Warte. Handkantenschlag. Abgewehrt. So, Spiel. Kick mal, der Zwergenlima hat ihn geklebt gekriegt. Spiel lädt, da bin ich schon. Perfekt. Ja. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, wir werden diesmal andere Charaktere spielen. Wir haben ja auch im Story-Modus haben wir jemand Neues kennengelernt und auch freigeschaltet. Und haben zwar nämlich Cassie Jones. So, ich muss mal gerade gucken, mein Controller, der macht nämlich gerade hier wieder Spökes. Echt? Ja, ich kann zwar mit der Tastatur wählen, aber ein Controller. Ups. Was Was war war das? denn das? Nee. Guck, jetzt kommt noch ein dritter Spieler oder was? Hä? Achso, da erkennt man jetzt irgendwie Tastatur und Controller als 2 Spieler-Eingabegeräte. Ist ja auch geil. Ja, ich kann noch nie mit der Tastatur spielen. Warum geht denn jetzt dein Controller nicht? Warte mal. Ich gehe aber noch mal kurz raus. Alles klar, mach das. Ja, sorry Leute, es gibt gerade wieder ein paar technische Schwierigkeiten. Okay, lad mich mal noch mal ein. Alles klar. Einladen, Blue Hugo. Spiel starten. Aber eigentlich müsste es ja funktionieren, weil so haben wir es ja letztens mal auch gemacht. Deswegen habe ich letztens auch die Einladung halt mit der Maus angenommen und dann hat er ja direkt den Controller. Und vor allem, jetzt kann ich. Warte mal, ich kann ja drücken. Genau. Okay, du bist Ganz wieder Menüs. drin. Okay, es geht. Vielleicht war der Fehler einfach gewesen, dass ich das Spiel dann weiter einfach Enter gedrückt habe. Ja, gut, das kann sein auf jeden Fall, aber trotzdem, eigentlich müsste der dann wieder immer das halt eigentlich einnehmen und so weiter. So, dann sind wir wieder drin. Ich bin glaube ich noch nicht drin. Nee, du bist noch nicht. Hä, du warst so. Hä? Du wurdest gerade angezeigt bei mir. Du warst vorhin gerade drin. Wir haben den Videobeweis auf YouTube.
Guck mal, ich drück mal hier nochmal rauf. Ich bin ja eigentlich schon drin. Bin ich drin? Jetzt bist du drin. Jetzt bist du drin, ja. Jetzt wirst du angezeigt. Und ach, jetzt. Okay. Genau, ich wollte ja jetzt mal mit Donatello. Oder wolltest du jetzt Donatello nehmen? Warte, ich muss erstmal ganz kurz hier was. Nee, ich wollte jetzt jemand anderes nehmen. Und zwar wollte ich den Verfressenen nehmen. Und zwar okay. Michelangelo. Nehme ich Donny. Mit diese Startprobleme. Liebe Zuschauer, wenn ihr wüsstet, was wir gerade schon wieder im Vorfeld hatten mit der Technik. Das ist ganz lustig. Auf einmal verändert Audacity meine meinen Audiopegel, das ist die ganze Zeit übersteuert, dann klappt das nicht und jenes nicht und egal. Wir machen weiter. Wir machen weiter, genau. Schon wieder die Nachrichten. Die Nachrichten. Da ist wieder der Vernon. Ja. Vern. Ja, okay, die Story kennen wir ja soweit. Ja, die kennen wir. Wer will, kann sich das nochmal durchlesen oder wir skippen vielleicht. Mal gucken. Ich würde sagen, wir skippen, weil wir kennen es ja eigentlich alles. Aber ich sag mal, so viel Cutscenes waren jetzt tatsächlich eh nicht drin. Mir steht gerade, halten Sie einfach mal diese Taste, die ist so sehr interessant und ich würde... Also, ansonsten, ja, lass mal den Einspieler vielleicht einfach durchlaufen. Okay. Wir staunen hier nochmal. Ach, siehst du, wo ich das hier gerade sehe mit dem Fernsehen? Ich weiß nicht, ob das Spiel das von Hause aus bietet, aber ich hätte zum Beispiel so ein Krisselbildfilter oder sowas. So eine zuschaltbare Option. Ich glaube, das wäre auch eine lustige Option gewesen, oder? Das wäre cool gewesen, ja. Das wäre richtig genial. Aber. So viele neue Pixelspiele bieten ja meistens sogar auch so eine Option an. Genau. Dass man so ein bisschen so ein Röhrenbild imitiert. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja sowas irgendwann nochmal als Patch dazu oder so, aber fände ich eigentlich ganz lustig. Leider muss man auch sagen, dass es, ich habe vorhin mal einen Artikel gelesen, es kommen leider keine DLCs für das Spiel. Ja, ich finde aber auch so, zum Beispiel diese 16 Welten, die wir hatten, das ist für so ein Genre-Spiel hier eigentlich, glaube ich, schon sogar ziemlich umfangreich. Ja, also die Welten waren schon ziemlich groß. Okay, aber ich muss mal sagen, Mikey spielt sich ein bisschen komisch halt so. Der ist aber schneller, guck mal, wenn jetzt die Lauftempo... In einem Charakterauswahlstand, der auch drin ist, zum Beispiel, der hat so eine Sternverteilung. Ich habe zum Beispiel eine gute Reichweite, bin aber, glaube ich, langsam halt. Ja, halt, Splinter war jetzt. Oh, krass. Was ist das denn für eine krasse Attacke? Splinter war halt ziemlich langsam, weil er ja halt auch schon ziemlich alt ist, aber, ja. Aber dafür war er ziemlich stark, was auch seine Angriffe gehen. Und Mikey, ja, ist Gewöhnungssache, sag ich mal. Und Leonardo, der war halt wie der Super Mario Charakter komplett ausgeglichen. Ah, okay. Der hat dann in allen Bereichen 2 Sterne. Boah. Leute. Hier nimmt das hier. Diesmal kann ich nicht mit Schwertern glänzen, sondern mit meinem schönen Bowstab. Der sieht doch ziemlich cool aus. Also ich habe hier meine Nunchakos. Übelst starke Dinger. Die Ninja-Kampfwürste, ja. Die Ninja-Kampfwürste? Wie kommst du denn darauf? Na, ich weiß, dass es damals so eine Kontroverse gab, dass Michelangelo mit Nunchakus gekämpft hat. Und die, glaube ich, wurden halt auch in den ersten Turtles zu so lustigen oder einfach lustigen Sound-Geräusche eingefügt. Echt? Die es ja in der englischen Tonspur gar nicht gibt. Weil damals war ja Ninja in Deutschland ein böses Wort. Das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört, oder? Ninja? Ninja, darum heißen ja die Turtles, in der Zeichnung uns die Turtles. Und nicht Ninja. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das echt nicht gewusst. Oh, du, heute ist schon etwas ruhig. Ja, Nicht, dass ihr den Sonnenbrand weggeholt, das war die ganze Stunde. <Studierung. lacht> Aber ich habe gesehen, also wir haben auf jeden Fall 3 Leben haben wir oben, wie du schon sagtest. Mhm. Und man merkt auch, die Gegner machen ein bisschen mehr Schaden. Ja, vielleicht, aber wir auch noch nicht, den anderen waren wir, glaube ich, ein bisschen aufgelevelt dann, ne? Den Story-Charakteren. Mir ist aufgefallen, wir haben schon extrem viele Fähigkeiten. Ja? Ja. Also zum Beispiel jetzt hier, warte mal. Mal gucken. Nee, okay, wir kommen nur auf 1.
Aber ich konnte vorhin ausweichen und den Superangriff machen. Also den, mit dem ich immer mit Splinter gemacht habe. Komm, wenn du dein Dance-Move machst, dann mach ich hier diesen Gameboy-Spieler. Guck mal. Ja. Auch wieder alles sehr lustig. Na guck mal, ich mach jetzt mal eins. Und, ah nee, geht nicht. Ich hab keine Nummer gehabt. Mhm. Weil ich konnte gerade irgendwie meinen dritten Angriff irgendwie machen. Was ich wir schalten erstmal zurück ins Sportstudio. Genau. Aber du konntest schon auf 3 leveln, ja, dein Special-Angriff? Nee, nicht auf 3 leveln, sondern ich konnte diesen, den dritten Special-Move konnte ich irgendwie schon. Achso, okay. Special-Delivery. Genau. Einmal Stab auf den Kopf, umsonst. Ja, aber also Mikey ist zwar irgendwie schon cool so, aber ist nicht mein Favorite, sag mal. Ah, Donatello gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich müsste die anderen mal austesten. Ja, aber wie gesagt, das Spiel ist ja sowieso darauf ausgelegt. Für mehrere Durchgänge. Genau. Und ich glaube, da kann man auch am besten halt, das ist eigentlich wirklich gar nicht mehr so schwierig, dass wir jetzt den Arcade-Modus machen. Mhm. Dann können wir wirklich alle mal austesten. Denn ihr wisst ja Leute, der Story-Modus war ja nur mit Splinter und Leonardo. Und jetzt machen wir ja wirklich hier alles mit den anderen Turtles. Auch mit oh, wie heißt sie? Abigail? Die würde ich auch gerne mal testen. April. Die würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh ja, aber ich bin jetzt. Ja, ich bin gut nach hinten gekommen. Besser als mit Splinter. Mhm. Oh. Pizza! It's Pizza Time! Oh, vielleicht gucke ich nachher noch einen Turtles-Film. Hast du denn welche zu Hause, ja? Ne, ich guck mal, ob irgendjemand den streamt oder sowas, weil ich hätte schon mal Bock auf einen Turtles-Film. Stimmt, verkehrt wäre das jetzt eigentlich nicht, wenn man schon mal ein bisschen eine Thematik drin ist. Genau. So, oh, der macht sich nackig. Bebop. Der schlechte Nachrichten-Eber. Ja. Die Frage ist jetzt wirklich, ob der halt stärker ist oder so, aber irgendwie. Wir haben auch. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch schlechte Nachrichten wie ihm. Genau. Er wird verlieren. Okay, komplett ausweichen kann man nicht. So. Divekick. Sprungkick, Divekick, Dingskick. Double Kick. Au. Ja gut, er ist schon wieder im roten Bereich. Hm. Au. Er möchte. Ach, schade. Wollte ich jetzt überhaupt nicht da einsetzen, die Attacke. Ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Merkt aber auf jeden Fall, man darf nie komplett angreifen ohne. Aua. Da geht er auf die Bretter. Komm, Bruder. Komm schon. Hoch die Flossen. Okay, ich mache einen Pro-Jump. Ich freue mich einfach nur. Episode 1 abgeschlossen. Abanga. Yay. Zeichnung. Ja, also das ging doch noch. Das ging eigentlich ziemlich einfach. Er schon wieder. Er ist auf der Flucht. Doch wir sind an seinen Fersen. Jetzt ist die Frage, gibt es jetzt wieder eine Overworld? Ne, gibt's nicht. Ah, der zieht direkt durch, ja, ohne Overworld. Ja. Ja, ist okay. Da wird erstmal wieder unsere Reifen geklaut. Mhm, ja, diese Halunken. Haben wir da ist hier nicht ein Ersatzreifen drin? Guck mal, hier vorne sieht doch so aus. Ja, das sieht nicht so aus gerade. Warte mal, ey. Ja. Zack. Oh, hast du gesehen, die wollte mich angreifen. Aber ich bin einfach da gestanden und hab sie gebaitet. Ja, alter Halodri. Zack. Ich hab tatsächlich mit meiner Lidernfärbung manchmal so ein bisschen Übersichtsprobleme gerade. Wirklich? Vielleicht fühle ich mich auch gerade mit den Lidern so ein bisschen verbunden innerlich. Da oben ist da die Powerpizza. Ähnlich, da war die ähnliche
unterschiedlichen Farbstil halt bevorzugen. Jetzt wird erstmal gewirbelt hier. Der Wirbeltwister. Hier wird schlecht. Schon wieder zu viel Pizza gefressen. Ist auf dem Kreis gedreht. Apropos Pizza, ich habe mir heute auch Pizza gemacht. Oh, übelst lecker. Schöne Pizza Salami mit ordentlich Käse und nochmal extra Salami drauf. Oh, lecker. Mit dicken Käserand. Aber, leider kein Käserand, sondern mehr Gouda-Käse drauf gemacht, weißt du? Richtig lecker. Aber hört sich schon immer sehr lecker an. Da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Bei mir immer noch. Gib den. Da unser Reifen hier eigentlich hergegeben. Kommt her, ihr Trottel. Zack, jeden hier platt machen. Ich glaube, wir werden. Man will es nicht beschreiben. Beschreiben. Hm? Man will es nicht beschreien, aber ich glaube, wir werden auf der nächsten Stage irgendwie verkacken. Wir werden verkacken oder werden nicht verkacken? Wir werden verkacken. Ach so. Also noch unser Leben aber ganz gut aus. Noch ja, aber du weißt was. Ich snack mir mal die Pizza, ja. Aber du weißt, welche Stage als nächstes kommt. Das war die Brücke. Okay, da sagst du was. Da wächst du ein altes Traumata in mir auf. Ja, also die war ärgerlich. Aua. Mal gucken, vielleicht kann ich ja dann was reißen mit dem Stock hier, dem Bogen. Ja, denke ich mal, vielleicht, weil wir haben ja jetzt auch, du hast ja auch ein bisschen bessere, ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Power, sag ich mal so. Und außerdem haben wir Übung. Okay, die sind auch so ganz andere Moves eigentlich, die man gar nicht so oft ausprobiert hatte. Hier diesen coolen Sprungkick nach oben. Und wie ging der nochmal mit X und A, wa? X und A, genau. Jetzt habe ich gerade Y gedrückt. Y habe ich jetzt nicht gedrückt. Y habe ich jetzt nicht gedrückt. Ach. Ich will den eigentlich nochmal zur Kamera nach unten werfen. Da vereiss ich mal den Wurf. Und nach Richtung? Nee. Achso, aber mit. Na, wollte ihn eigentlich nochmal schön in die Bildschirme. Frott. War dann. Oh, Motorrad. Oh, jetzt geh ich grad. Macht mal hier nicht so einen Krawall. Ich geh ein bisschen auf die Fresse. Oh. Ist immer noch Spielstraße. Achso. Pizza! Pizza time. Ah! Oh, Reif im Gesicht. Pizza! Jawoll! Ihr habt meinen Bruder angegriffen! Na warte, bam! Ich spüre den Reifen jetzt noch im Gesicht. Oh, der Mechaniker! Bleib bloß weg mit der Motorblock. Da oben ist hier eine Pizza. Oh, au! Okay, komm, warte, ich muss reinfallen. Bruder! Ich muss da rein. Oh, Entschuldigung! Nee, alles gut. Alles sieht auch lustig aus, wenn er. Mann, komm schon. Finger weg. So. Das war stylisch. Ja, oh, zu einer Matratze da oben schläft, ich weiß ja nicht. Oh. Jetzt ist hier Nunchaku. Manche mögen das halt. Bildschirm brennt. Da wurde Gameboy zocken. Buddy, dude! Ja, und paar heiße Schritte hast du hier wieder auf das Tablet. Ja, und du merkst, dass du wieder beim Zocken erwischt wirst. Aufs Tablet. Hey. Schraubschlüssel bitte bei hier behalten, gelber Kollege. Oh, komm her, du. Wow. Wusstest du, Fun Fact, dass es auch mal einen weiblichen Bone Turtle gab? Mhm. Aber ich glaube nur in einer Realserie. Aha. Oder irgendwie so ein Special. Da gab es auch mal einen blauen Turtle. Weiblichen. Und irgendwie gibt es auch eine japanische Anime-Serie. Ich weiß nicht, es sind glaube ich nur ein paar Folgen. Da können die sich auch so ein bisschen transformieren, die Turtles, mit so Kristallen.
Da sehen die so meine aus wie, wissen die so gemergte Power Rangers. Das halt typischer Japano-Quatsch. Aber naja. Genau. Man hat auch, man, die alten Turtles werden eigentlich weggenommen. So, nach Rocksteady. Rocksteady. Aber erstmal schön den Part Eddie. Aua. Den Part Eddie. Ja, ja, aber den wollen wir noch halt machen. Over. So viel Zeit muss sein. Aua. Na klar. Also ich können sich die Zuschauer doch noch ein bisschen auf der Turtles Action freuen. Oh, verdammt, ah, verdammt, ich habe auf die Fresse gekriegt. Hm, danke schön. Pizza, 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 Pizza. Down. Und das zack, zack. Jetzt gibt's noch auf den Sack. Zack, zack. Oh, aber ich glaube, die beiden machen gar keinen Heilzeit. Das kann gut nur machen bloß ihre lustigen Sprünge. Vielleicht kann wirklich bloß das High-Five in Kombination mit Meister Splitter ausgeführt werden. Das werden wir vielleicht im nächsten Part rausfinden. Wir werden alles probieren, damit wir einen High-Five kriegen. Also dann, Leute, das war's für heute wieder. Danke fürs dabei sein. Genau. Wir werden noch auf jeden Fall noch, denke ich, noch einen Bonus-Part noch machen, wa? Kommt drauf an, ob uns die Brücke killt oder nicht. Ich denke mal, dass die uns killen wird. Also dann, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.